Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Der gesamte Zuschauerraum, die Böden, die Wände und auch die Decke. Es ist alles aus Holz gebaut. Das sieht aus wie eine unrenovierte Altbauwohnung mit ganz abgelaufenen Dielenböden, aber genau das ist das Besondere. Der gesamte Zuschauerraum ist wie eine Art schwingender Geigenkasten, ein großes Instrument. So kann es durchaus vorkommen, dass Sie bei einigen Opern Töne spüren, bevor Sie sie hören, weil gerade die tiefen Töne, das Vibrieren der tiefen Töne überträgt sich über diesen Holzschwingkasten ganz, ganz besonders. Und diesen besonderen Klang, den können Sie tatsächlich und wirklich nur live hier in Bayreuth erleben. So schön es auch ist, an einem Livestreaming teilzunehmen, den ganz echten, den hundertprozentigen Bayreuth-Klang, den kriegen Sie nur hier. Auch das Zusehen in Bayreuth ist etwas ganz Besonderes. Ich will Ihnen das hier einfach mal ein bisschen an den Stühlen demonstrieren, die Sie hier sehen. Das ist ganz, ganz einfache Klappstuhltechnik. Das ist alles ohne Schnörkel und vor allen Dingen ist es alles ohne jede Bequemlichkeit. Wenn ich mich hier einmal hinsetze, werden Sie sehen, was es heißt, in Bayreuth bei Wagner-Opern zu leiden. Schauen Sie mal, wo die Stuhllehne in meine Wirbelsäule schneidet. Das ist eine ganz, ganz unangenehme Stelle. Wenn Sie hier nicht ganz aufrecht, ganz gerade sitzen, über Stunden hinweg, tut Ihnen der Rücken garantiert sehr, sehr weh. Und die ganz eingefleischten Wagnerianer, die Kenner, die wissen, wie schwierig es ist, hier eine lange Oper durchzustehen, die bringen sich einfach von zu Hause ein Kissen mit. Das ist nicht etwa zum Draufsitzen, sondern es ist genau für diese kritische Wirbelsäule. Wenn man jetzt sitzt mit dem Kissen, ja, dann ist es gleich schon viel bequemer.